Servus, liebe Freunde. Hallihallo, herzlich willkommen. Ja, ich nehme die Folge eigentlich jetzt direkt hier im Anschluss an die vorige auf. Also für euch ist das ja ein Ticken später. Aber ich habe da noch etwas gesagt bekommen. Das will ich erstmal testen, denn wir gehen mal zum Händler. Ich habe ja hier gesucht nach den Mods. So, ich soll hier rüber gehen. Da kommen die Marken. Das habe ich nämlich vergessen. Ich habe nämlich gedacht, ich könnte hier einfach, dann ist Ende. Ja, da wurde mir gesagt, geh doch mal weiter. Da sind die Marken und da hinten dran sind die Mods drin. Mein Gott, da sind sie ja. Was haben wir noch? Marken, Mods, genau, Lamborghini. Und da ist es nämlich. Wir haben ja doch diesen Lamborghini-Traktor noch, den wir hier entsprechend als zusätzlichen runtergeladen haben. So, und da wollte ich nämlich mal gucken, wie die Daten sind. Also 120 PS, ja, ein schöner Mod, aber für uns wird das nicht viel bringen. Wir können jetzt mal in die Garage gucken. Gut, der hat 90, der hier hat schon 140 und hat auch schon Probleme damit. Das ist also auch nicht so optimal. Bührer hat 135. Ja, also wir werden nicht irgendwie um den Same Fortis rumkommen. So, Sonderangebote, Traktoren. Einmal zurück. Und hier kann ich also auch entsprechend auf die Marken gehen. Wir können mal gucken, ob es Sonderangebote gibt. Nö, da gibt's nichts. Also bleibt im Endeffekt nur der Traktor Same Fortis. So, dann habe ich noch was gerade gelesen, was auch interessant ist. Und zwar, ich könnte diesen Sampo Rosenlew, genau das hier, mit dem kleinen New Holland Schneidewerk benutzen. Der hat 5,5 Meter statt 4,8, ist aber von einer völlig anderen Marke. Wer jetzt der Meinung ist, wir sollten für die 1,3 Meter das größere Schneidewerk nehmen, der kann das gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich persönlich bin eigentlich eher ein Freund dafür, Sachen der gleichen Firma auch mit den gleichen Anbauteilen zu versetzen. Aber ihr könnt das gerne mal reinschreiben, wenn ihr das vielleicht für sinnvoll findet, weil wir noch nicht das Geld für einen größeren Mähdrescher haben, dann könnten wir das notfalls auch entsprechend in die Wege leiten. Wäre ein Meter mehr Arbeitsbreite, würde bei der Ernte sich natürlich schon bemerkbar machen. Allerdings denke ich mal, ist das dann nicht so die riesen Zeitersparnis. Würde uns aber dann auch nochmal gute 10.000, 12.000 Euro nur in der Anschaffung mehr kosten. Ja, also wie gesagt, schreibt es mir mal in die Kommentare rein. Und dann können wir mal gucken, ja, wie wir uns da ja entscheiden. Oh, dann habe ich noch was. Ich habe ja so ein bisschen hier über die Physik gemeckert wegen ja, Traktor und Kipper. Also, der Martin hat da was ganz Tolles geschrieben. Ist ja selbst ein Mann vom Fach hier, ne? Und der hat mir also gesagt, das Verhältnis ist hier also total falsch, weil im Landwirtschaftssimulator ist das Problem, der bremst entsprechend nur über den Traktor, was natürlich im realen Leben so gar nicht stimmt. Ne? Das ist falsch. In Wirklichkeit bremst der Hänger ja auch. Und auch die Bremsverteilung ist eine ganz andere. Das heißt also, der Hänger hat ungefähr ja, eine Bremsleistung von 80% und der Traktor eine Leistung von 50%. Er gibt jetzt nicht 100, aber nur vom Verhältnis. Der Hänger bremst eigentlich sogar stärker, damit er eben nicht nach vorne wegdrückt. Und ja, beim Landwirtschaftssimulator haben wir keinen mitbremsenden Hänger sozusagen. Der schiebt einfach nur und nur der Traktor als Arbeitsgerät bremst dann ein bisschen. Das ist doof. Das ist richtig doof. Aber gut, damit müssen wir jetzt erstmal leben. Und trotzdem schon mal danke für die Info, Martin. Wie gesagt, man lernt ja immer wieder was Neues dazu. Und der Steffen hat auch noch was Schönes gesagt. Betraf zwar eigentlich Bjornholm, aber kann man auch generell für einen LS15 ummünzen. Nämlich, dass man auch nicht runterheizen sollte, ne? Sondern auch entsprechend ein bisschen die Geschwindigkeit dem Gefälle oder der Steigung, also in unserem Fall eher dem Gefälle anpassen sollte. Und das heißt jetzt nicht, wenn der Maschine viel PS hat, dass sie automatisch, jetzt sagen wir mal, schneller bremst. Sie liegt halt dann nur, weil sie größer ist und mehr Gewicht hat, mit einem großen Frontgewicht, halt besser da und spricht vielleicht nicht so schnell aus. Für uns ist natürlich dann eigentlich das Wichtigste, dass wir so viel Leistung haben, dass wir auch bergauf ein bisschen vorwärts kommen. Das wäre schon mal ganz sinnvoll. Und was noch sinnvoll ist, ist natürlich, bevor wir es vergessen, unsere Folgetierchen kaufen. Ich habe nochmal geguckt, also wir sind hier up to date. Ich habe kein Tier vergessen. Da bin ich ja schon mal fast richtig stolz drauf. Und ja, wir können sogar nochmal 5.000 Euro nicht leihen, sondern zurückzahlen. Das heißt, wir sind jetzt schon bei 35.000 Euro, die wir verfügbar haben. Die Ernte läuft noch. Also für die Federstedt haben wir definitiv genug Kohle, denn auch Grubber und Sämaschine werden wir natürlich noch verkaufen. Und von dem Punkt her ist die Federstedt schon mal gesichert. Das heißt, wir können da auch ein bisschen zügiger arbeiten.
So, das jetzt schon mal so vorab in den ersten 5-6 Minuten mal die Infos, die ich eben mal schnell gelesen habe. Dafür vielen Dank. Ich finde das immer klasse, wenn ihr alles Mögliche da reinschreibt. Es sind sehr, sehr viele nützliche Tipps drin. So kenne ich das von euch, ihr lieben treuen Zuschauer. Nein, ich will euch keinen Honig ums Maul schmieren, auf Deutsch gesagt. Ich finde es aber schön, dass ihr so aktiv mit dabei seid. Ja, und mich auch damit unterstützt, denn ich habe auch viel, viel, viel von euch gelernt. Gerade wenn dann Leute vom Fach sozusagen noch mit dazu gucken. Und ja, ist eine klasse Geschichte. Finde ich toll. Macht weiter so. Ich bin da richtig glücklich. Ich habe nicht viele Abonnenten, aber ich bin hier ehrlich auf jeden einzelnen Abonnenten sowas von stolz, weil ihr euch hier so mit einklingt und so mitarbeitet. Das finde ich absolut toll. So. Jetzt gucken wir mal, ob ich auch das toll finde, was der Rosenlef bisher macht. Der müsste ja eigentlich auch schon langsam die Puschen kommen. Ich denke mal, der wird jetzt schon an der Außenspur sein. Können wir jetzt gleich mal gucken, denn ich möchte ja wie gesagt heute die Ernte definitiv durchbekommen. Dann den Kauf der Federstedt durchziehen, Gruppersee-Maschine verkaufen. Dann haben wir da schon mal ein bisschen was erweitert und verbessert. Ja, das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Okay, der fährt auch nochmal nach oben. Das ist praktisch, dass er die schmale Spur da hat. Denn, ja, dann brauchen wir nicht viel rumrangieren, ne? Können wir oben auf die Querspur gehen. Hier können wir auf der Fahrt nach oben schon mal ein bisschen abtanken. Das passt auch. So, mal gucken. Jawohl, der dreht auch. Braucht zwar einen Moment, aber jo, ich habe auch so den Eindruck, die Helfer sind tatsächlich doch etwas besser programmiert worden. Die haben so einen Hauch von Intelligenz bekommen. Das ist schon mal richtig cool. So, und wir klinken uns jetzt mal so langsam da ein. Ich denke mal, das sollte jetzt so einigermaßen passen, wenn wir jetzt so ranfahren. Das Rohr wird auch schon ausgefahren. Wunderbar. Gehen wir nochmal an km/h drauf, dass wir uns da sozusagen langsam mal rantasten. Und dann können wir den, wie gesagt, während der Fahrt leer machen. Und ein bisschen Raps haben wir ja noch, den wir dann, wie gesagt, hier abstoßen können. Das ist auch ganz gut, denn ja, ein bisschen Geldreserve wäre von Vorteil. Bringt ja auch nichts, wenn wir uns die Federstedt holen und dann auf einmal irgendwie gar keine Kohle mehr haben. Ich möchte auch nicht in die Peinlichkeit reinrutschen, wie gesagt, ja, dann hier sozusagen Wiese mähen zu müssen und das zu verkaufen, damit wir wenigstens so ungefähr ein bisschen unsere Kosten decken können. Also das sollte dann doch schon ein bisschen gesicherter ablaufen. So, hier kommen natürlich nur ganz vereinzelt Liter rein. Das ist jetzt nicht der Renner. Ich steige auch gleich mal ab. Der dürfte nämlich jetzt genau abschalten. Der ist fertig. Da wollte ich nicht rein, Freund. Ich wollte eigentlich zu dir da rein. So, genau. Ich wollte nämlich hier hochfahren, dass wir da entsprechend auch weitermachen können. Kriegen wir nämlich die Ernte heute durch. Das ist schon mal ganz, ganz gut. So. Würde ich sagen, fangen wir hier auf der Oberkante an. Da hinten ist ja eh nochmal so ein Stück Feld, was dann in dem Sinne noch nicht erntereif ist. Ist eigentlich ärgerlich mit diesem Versatz. Bin mal gespannt. Also da gab es auch schon Informationen von euch, dass da einige wohl beobachtet haben, wenn da also so ein bisschen irgendwas im Weg liegt in der Nähe oder sowas, dann funktioniert das Wachstum aus irgendeinem Grund nicht. Ich glaube, das Beispiel war mit einem Schneidewerk. Also da sind wohl noch so einige Feinheiten, die noch ein bisschen nachgebessert werden müssen. So, und das hier kriegt er schnell fertig. Dann haben wir da drüben noch das Eck und dann haben wir nur noch das eine Fleckchen da oben. Ja, da bin ich ja schon am Überlegen. Ich glaube, wir kümmern uns dann gleich erstmal um den Kauf bzw. Verkauf. Das könnte man eigentlich direkt machen. Ja, der Kamerad hier, den würde ich am liebsten auch gleich mit verkaufen. Ich glaube, das machen wir auch. Der hat auch noch kein Frontgewicht, okay. Dann hauen wir den mit weg, weil der steht jetzt seit vielen, vielen Folgen einfach nur rum. Und im Endeffekt machen wir nichts. Und der hat auch sehr wenig PS. Also wir haben dann da noch, wie gesagt, 1, 2, 3 Traktoren zur Verfügung. Das sollte, 4 Traktoren sogar. Das sollte eigentlich dann hinhauen. So, ich bin gerade überlegen, wie wir das am besten machen. Das ist doch auch ein kleiner Höhlemann. Genau. Dann machen wir das nämlich ganz anders. Dann nehmen wir den Knaben hier. Stellen wir mal kurz hier raus. Weil den behalten wir mit dem Frontgewicht und nehmen den ohne Frontgewicht, dann verkaufen wir gerade das komplette Set mit Grubber und dem Traktor. Und umso schneller sind wir natürlich dann auch beim Same Fortis angelangt. Da hoffe ich ja, dass wir dann bald hinkommen. Ja, nehmen wir hier schon mal das Grubberchen mit. Denn wie gesagt, wenn wir jetzt das Feld 16 nochmal mit dem kleinen Knaben bearbeiten, das wird, ja, eine ziemlich lange Geschichte. So, mal gucken, ob der das überhaupt schafft ohne Frontgewicht. Naja. Oh, ja, also das wird dann nochmal eine Kampffahrt. Aber
Ich glaube, das kriegen wir jetzt auch hin. Wir müssen ja nur bis zum Händler, das ist ja nicht so weit. Jetzt sehe ich aber gerade, bevor wir das machen, halt falsche Taste, da wollte ich hin, müssen wir mal uns kurz um den Ernter kümmern. Der ist nämlich hier soweit fertig. Den will ich gleich wieder ansetzen. Wie gesagt, die Ernte soll fertig werden heute. Und ja, mit dem anderen Rest weiß ich noch nicht, was wir da machen. Mit dem kleinen Eckchen, das sind nicht viele Liter. Wir gucken dann einfach mal, ob das uns ausreicht, wenn wir da das später nochmal nachernten. So, das sollte passen. Dann kann der weiterfahren. Ah, ich drücke mir die Escape-Taste, was man so gewohnt ist, ne? Das ist der. Ich glaube, da müssen wir hin. Genau, hab gleich den richtigen erwischt. So, und dann werden wir mal ganz vorsichtig jetzt mal dahinter fahren. Wie gesagt, wir haben kein Frontgewicht. Aber ich verkaufe hier eh die komplette Kombi. Oh ja, der hebt hinten schon ab. Das ist, ja, etwas abenteuerlich. Lenken geht wahrscheinlich auch nur, wenn er dann mal kurz Bodenkontakt hat. Oh, ja. Also das ist, ja. Ich bitte das jetzt nicht als repräsentative Fahrt für einen mit einem Traktor von Solaris zu nehmen. Das ist jetzt nur die Ausnahme, um wie gesagt beide Teile, die wir verkaufen wollen, schon mal da hochzubringen. Dann haben wir nämlich einmal fahren gespart. Und ich denke mal, die paar Meter bis zum Händler werden wir so hinkriegen. Wir müssen halt nur im Lenken aufpassen. Aber ansonsten klappt das, glaube ich, schon. So, dann sind wir gleich da. Dann können wir das schon mal abstoßen. So. Boah, selbst beim Bremsen, wo er ja nach vorne drückt, haben wir eigentlich kaum eine Möglichkeit zu lenken. Das ist, wow, abenteuerlich. Aber das ist auch nochmal schön anzusehen, wie wichtig so ein Frontgewicht ist, um so ein bisschen Haftung zu kriegen. Und was dann passiert, wenn man wirklich kein Frontgewicht drauf macht. Also das ist ein massiver Unterschied, sowohl vom Handling als auch von allem anderen hier. Und ich denke mal, so stehen wir gut. Das dürfte passen. Ja, da sind wir gut dabei. Gehen wir auf den Verkaufsbutton. Ihr wisst, ich fahre das gerne hier hoch, denn ihr kriegt 20% mehr, wenn ihr das hier vor Ort verkauft. Und das Schöne ist, der Traktor bringt 22.000. Und ja, das Grubberchen nochmal 5.000. Jetzt haben wir ja schon mal richtig Kohle zusammen. Nicht wieder über die falsche Taste. Jawohl, ja. Gerade mal gucken, wie der aussieht. Das passt ganz gut. Ja, der kann entsprechend erstmal über die falsche Taste hier weiter hantieren. Dann nehmen wir uns mal, nee, da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte eigentlich genau uns den großen hier schnappen. Dann nehmen wir nämlich die Sämaschine, fahren die auch da oben hin und haben gleich einen großen Traktor entsprechend, um die Sämaschine dann die neue Kombi zu kaufen. Ist eigentlich der Traktor auch schon fast zu schwach dafür, aber man kann damit besser arbeiten. Und wie gesagt, es ist deutlich, deutlich angenehmer, weil man nämlich dann hier diese Kombination schon mal von vornherein hat. So, und hier auch, ja, man sieht schon, nicht so optimal. Das ist auch ein Vorteil von der Federstedt. Mit der kann man nämlich dann dementsprechend ohne Schwierigkeiten arbeiten. Die hat nämlich noch ein Laufrad hinten. Da muss der Traktor das Gewicht ziehen, aber nicht auf der Hinterachse praktisch noch tragen. Das ist dann deutlich leichter. So, und dann können wir nämlich heute gleich Nägel mit Köpfen machen. Dann kaufen wir nämlich die Federstedt heute und dann ist gut. Dann können wir nämlich auch in der nächsten Folge schön sauber einsehen. Oh, hier lassen wir den entsprechend vor. Allerdings nur das, nur die Sämaschine. Ich möchte natürlich den Traktor behalten. Keine Sorge. Deswegen fahren wir hier dezent nochmal nach hinten. So, kuppeln den Knaben ab. So, fahren hier kurz raus, steigen aus und jetzt können wir entsprechend, wo ist es? Da ist es. Ha, genau. Den Kameraden verkaufen. Der bringt hier nämlich auch noch ein bisschen mehr Geld. Jetzt haben wir nochmal 9.000 mehr. So, jetzt nehmen wir nochmal eine Kleinigkeit auf. So, ich glaube, das sollte... Ach, wir nehmen alles mal auf, damit wir nur auf Nummer sicher gehen. Das reicht dicke für die Sämaschine, keine Sorge. Sämaschine, die kleine Federstedt, die Rapid 600S, kann also auch entsprechend unsere Standardfruchtsorten machen, hat aber eine Arbeitsbreite von 6 Metern, ist also doppelt so breit wie jetzt die eigentliche. Und das macht es natürlich leichter. Von dem Punkt kaufen wir das Ding. So, und die möchte ich mir jetzt auch nochmal anschauen. Gehen wir aus dem Wegtraktor, dich kennen wir, da will ich hin. Schaut an, das ist unsere neue große Seekombi. Ja, wir können mit der grubbern und gleichzeitig einsehen. Das ist schon mal eine riesen coole Sache. Was nicht so cool ist, unsere Zeit ist schon wieder um. Das gefällt mir gar nicht. So, der hier ist aber auch schon so gut wie fertig. Jetzt können wir natürlich nochmal gucken, dass wir hier den Rest noch mit aufnehmen. Da hat er ein Stückchen stehen lassen. Lieber Helfer, auch dieses möchte ich ernten.
Oh, sind zwar nicht viele Liter. Oh, 2 Liter. Na, alles klar. Das hat sich jetzt gelohnt. Wir haben jetzt da hinten im Prinzip nur noch dieses kleine Viereck stehen. Da bin ich jetzt schon überlegen, lohnt sich das überhaupt oder nicht? Gut, da hinten steht auch noch ein Eck. Das nehmen wir jetzt noch mit. Da überziehen wir mal 5,2 Sekunden. Aber ich glaube, das kleine Stückchen hier, deswegen jetzt nochmal eine Wachstumsstufe abzuwarten, ist, glaube ich, unsinnig. Das werden vielleicht nochmal 100, 120 Liter vielleicht sein. Ich denke mal, wir können ganz ohne Sorge das Ganze dann einkrubbern und komplett neu starten. So, hier die Liter nehmen wir noch mit, weil das könnten noch... Ja, du darfst ruhig weiterfahren, mein Freund. Ja, noch weiterfahren. Ja, da tut sich der Helfer schwer. Sobald eine Unterbrechung ist, sagt er, da ist nichts mehr und bricht ab. Ja, und das ist ja ziemlich penibel. Also wir machen das jetzt anders. Ich nehme den Helfer raus. Wir senken das Gerät mal ab. Das probiere ich jetzt halt mal händisch. Halt, ohne Helfer. Ernte einschalten. So, Fahrstufe einstellen und gib ihm. Dann fahren wir da einfach ohne Helfer drüber. Was ein Unsinn. Die 3 Meter kriegt doch der olle Solaris auch selber noch geerntet. Und ja, ihr seht, es kommt nicht viel rein, aber naja, also wenn es schon erntereif ist, sollte man es auch mitnehmen. So, dann haben wir das nämlich auch schon mal durch soweit. So, jetzt können wir den abschalten. Oh, halt, kurz den Tempomat rausnehmen, das ist nämlich ganz übel. Das Rohr klappt mal noch aus. Ja, und dann werden wir das Ganze hier noch reinkippen. Bremsen, bremsen, bremsen. So. Jetzt passt das, jetzt kann man das hier noch reinfüllen. Dann können wir nämlich in der nächsten Folge sozusagen kurz vor 12 dann entsprechend nochmal das Ganze verkaufen und haben dann auch nochmal ein bisschen Kohle übrig, was wir jetzt noch schnell machen gleich, wenn der leer ist. So, wir haben ja jetzt unsere Federstedt, dann können wir hier entsprechend schon mal wieder ein bisschen Kredit zurückzahlen. Das heißt also für die nächste Anschaffung hätten wir schon fast wieder 15.000 Euro zusammen. Gut, wenn ich unsere Folgetierchen noch rechne, dann bleibt da nicht viel. Aber zumindest können wir jetzt schneller einsehen. Das ist auch schon mal ein großer, großer Vorteil. So, und wir machen aber jetzt dann auch wieder Schluss für heute. Wir werden dann in der nächsten Folge mal ein bisschen aufräumen, während die Seemaschine zugange ist. Beziehungsweise werden vielleicht erstmal düngen. Das heißt, wir werden dann gucken, dass wir den Düngestreuer mit Helfer mal drüber jagen. Traktoren haben wir ja, wie gesagt, zur Verfügung. Und der Verkauf von dem kleinen Hüli, man hat es ja dann doch nochmal gebracht, hat uns ein bisschen Kapital verschafft. Und in diesem Sinn sage ich für heute aber erstmal danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus und tschüss.